und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ich weiß, in der letzten Folge habe ich euch versprochen, dass wir uns ein wenig später erst wiedersehen. Aber ich bin nach Hause gekommen und da stand auf einmal Najuma auf meinem Grundstück. Ich habe keine Ahnung, was die hier möchte oder warum ich jetzt gerade in diesem komischen Modus bin. Aber wir reden mal eben mit ihr. Are you talking to me? Oh, hey, ich wusste nicht, ob du wirklich zu Hause bist. Also, ich war gerade in der Gegend und dachte, ich schau mal vorbei. Ja, weiß dein Papa denn, dass du hier bist? Immer schön, dich zu sehen. Ja, wirklich? Das ist eine Erleichterung. Ich hatte Angst, dass ich dich vielleicht nerve, aber ich will jetzt einfach nicht zu Hause sein. Stimmt, das ist ja die Tochter von ihm. Das ist gar nicht die Freundin, ne? Was ist passiert? Papa lässt mich immer noch nicht zurück in die Minen. Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihnen zu beweisen, dass ich verantwortungsbewusst bin. Aber er will einfach nicht hören. Er behandelt mich wie ein Baby und als ob ich es nicht wüsste, wie gefährlich es ist. Aber das weiß ich sehr wohl. Das tue ich wirklich. Ja, sie ist noch sehr jung, das stimmt. Soll ich ihm mal so richtig die Meinung geigen? Ja, sie ist halt noch jung, ne? Aber dann wird sie böse auf mich, nehme ich mal an. Soll ich ihm mal so richtig die Meinung geigen? Was? Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringen würde. Glaub mir, ich habe schon genug mit ihm gestritten. Außerdem sagt er immer, dass Taten lauter sprechen als Worte. Vielleicht ist es also an der Zeit, dass ich aufhöre, auf ihn zu hören. Hier, sieh mal. Ich habe diesen Entwurf für einen Sicherheitsanzug. Wenn ich den mache, merkt er vielleicht, dass ich es ernst meine. Ich brauche deine Hilfe, um einige Materialien zu besorgen. Ich bin nicht die Beste im Zielen und sie im Laden zu kaufen ist ziemlich teuer. Wenn du sie alle hast, komm einfach bei Bahari vorbei. Ich verspreche, dass es sich für dich lohnen wird. Okay. Ja. Kein Thema. Moment, wir haben ein paar Sachen unterwegs, aber es ist nicht viel. Die können wir direkt schon... Was ist das denn hier? Mondwimpel. Ein Wimpel zu Ehren des Majari-Marktes. Es ist so transzendent schön, dass du deine Freunde denken würdest, du hättest die Monde aufgehangen. Also wenn das jetzt japanisch aussieht, dann freue ich... Oh, wer hat mir denn die Perle gegeben? Oh, Moment. Zenuk-Fleisch und Tierhaut. Brauche ich die Perle irgendwie für die Quest vielleicht? Jetzt muss ich mal kurz gucken. 5 Lederteile, 2 Bündel Seidenfaden. Was? Fragt Hodari nach dem Kampf? Was für ein Kampf? Hä? What? Aber die Perle brauche ich anscheinend nicht. Die hat mir jetzt auch keiner für was weiß ich was gegeben hier. Ja, das war jetzt nur noch der Chef. Okay, ja, dann bin ich damit bezahlt worden. Das ist cool. Was ist das denn? Und das ist Milch. Die werde ich aber auf jeden Fall da rein tun, weil die brauche ich noch. Gut, Fleisch. Das ist das andere Fleisch, das brauche ich nicht unbedingt. Die Haut, klar, die kann ich natürlich gut gebrauchen. Passt natürlich jetzt wieder nicht da rein. Kann ich das noch reinmachen? Das ist ja... Ja, ja, okay. Die Perle kann dann weg. So. Hoffen wir mal, dass wir mal bald ernten können hier. Kartoffelknöpfe, Stoff. Da müssen wir auch nochmal eben... Achso, Kartoffel habe ich jetzt nicht, genau. Aber Stoff müsste ich haben. Einen Stoff. So, einen Stoff. Warum gucke ich eigentlich? Weil Seide habe ich ja sowieso nicht. Hallo, du sollst das nehmen. Beziehungsweise wegmachen. Okay, zumindest eine konnte ich jetzt noch nehmen. Wie viele Kartoffeln sind das denn? Das sind tatsächlich nur 2. Das heißt, die muss ich dann behalten. Ja, die Sternchenkartoffeln verkaufe ich halt immer. Muss ich halt noch was warten, um hier Neues reinzutun. Ist nicht so schlimm, wir haben ja noch so einiges. So, dann tun wir die mal wieder mit da rein. Und die Tomaten können wir jetzt noch nicht verwenden. Obwohl, die können wir eigentlich schon mal...
mit da reintun fürs nächste Mal. Zack. Ich brauche Glühwürmchen. Ich brauche auch das Sushi-Rezept. Das ist auch noch wichtig. So, ich bin gerade... Ne, die sind aber beide... Sind die beide am Rödeln hier? Ich habe keine neuen Kartoffeln gemacht. Dann... mache ich nochmal zwei davon. Ach so, Moment. Das habe ich ja jetzt hier drin. So, das wechseln wir einmal. Habe ich noch genug Platz, das auch noch da rein zu tun. So. Sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Dann würde ich nämlich sagen, dass wir das eine zumindest schon mal eben da rein machen. So. Hatten wir... Oh, ich glaube, ich habe das jetzt alles gemacht und ich hatte total vergessen, die zu gießen. Das würde zumindest erklären, warum ich keine Erträge mehr erhalten habe. Ups. Na gut. Ist nicht so schlimm. Kann ich mitarbeiten. So. Dann machen wir das einmal noch. Dann machen wir das hier noch. Tomaten müsste ich dann theoretisch aber auch nochmal anpflanzen. Die hatte ich doch, oder? Dabei habe ich sie jetzt nicht. Ja, meine ich doch, dass ich die hatte. Und Kartoffel habe ich zumindest eine jetzt rausgeholt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, dann machen wir hier nochmal schnell ein neues Feld rein. Das sind eigentlich alles so Arbeiten, wo ich euch nicht mitnehmen wollte. Aber wenn natürlich jetzt vorher einer bei mir gestanden hat, glaube ich, ist es ganz okay, wenn ich dann einfach hier weitermache eben. Und die, also es ist ja jetzt nicht ein riesiges Feld oder so, sonst hätte ich das mal eben gecuttet. Ja, ich weiß gerade nicht mal, was ich sagen wollte. Aber das mit den Kartoffeln, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge gar nicht so richtig gezeigt mit diesem Fermentierungsfass oder wie das heißt. Da gehe ich gleich nochmal eben hin. Das ist richtig, richtig geil und wirklich kostengünstig, wenn man das so macht, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe das ja extra so halbe-halbe gemacht, weil eigentlich wollte ich das komplett als Kartoffelfeld haben, weil Kartoffeln ja das sind, womit man am meisten Geld machen kann hier beim Farmen. Also zumindest aktuell, vielleicht gibt es noch was, was jetzt, ja, was ich halt nicht kenne. Da hinten habe ich das dann gemacht, dass ich, weil, damit ich Stoff machen kann, weil ich das nämlich öfter mal brauche für Möbel, dass ich da noch ein kleines Feld habe für Stoff, bis ich dann endlich mal den Apfelbaum bekomme. Ja, aber wie wir in der letzten Folge gesehen haben, dauert das wohl noch, bis ich den Apfelbaum endlich bekommen kann. Und hier dieses Fermentierungsfass heißt es nicht, aber diese Fässer hier auf jeden Fall. Wenn wir reinklicken, dann sieht man hier, das habe ich, glaube ich, die Folge davor auch schon mal gezeigt, dass wir nur eine Kartoffel brauchen. Und wenn man jetzt hier mal guckt, wir bekommen 270 Fokuspunkte für ein so ein Einmachglas. Das heißt, für jede Kartoffel, die wir da reintun, erhalten wir, wenn es dann umgewandelt ist, 270 Fokuspunkte. Und ich finde das wirklich mega, mega geil. Ich hätte jetzt fast die Kartoffel da reingetan. Schande über mein Haupt. Weil die brauchen wir natürlich noch für die Quest. Die darf ich nicht reintun. Das kann ich aber reintun. Das können wir erstmal wegtun. Ich denke mal, dass ich diese Steinchen, dass ich damit auch nichts anfangen kann, dass ich die erstmal da reintun kann. Den Stoff müssen wir mitnehmen. Ach so, wir könnten bei einer vielleicht nochmal vorbeischauen und ihm nochmal so ein Steinchen anbieten. Das können wir auch mal wegtun hier. Und die Glücksmünze haben wir noch. Da müssten wir uns dann auch nochmal eben drum kümmern. Das heißt, wir haben jetzt 4 Uhr nachmittags. Und das heißt dann damit, dass wir auch nicht so viel Zeit verplempern sollten. Wir sollten jetzt nochmal nach den Knöpfen fragen. Hallo? Das Einzige, was ich jetzt gerade überlegt habe, wenn er jetzt gar keine Knöpfe da hat, wäre das natürlich doof, weil dann können wir die Quest immer noch nicht machen. Das wäre dann nicht so schön, aber wir versuchen es einfach mal. Wir sprechen mal mit ihm. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich muss auch dran denken, dass ich mir meinen Kamin hole. Weil ich das Wohnzimmer nämlich sehr schön gestalten möchte. So.
Hast du zusätzliche Knöpfe? Könntest du mir vielleicht etwas genauer sein? Welche Art von Tasten? Was interessieren mich die Tasten, wenn ich nach Knöpfe frage? Die beste Art, ist mir egal. Hm? Ernsthaft? Du weißt hoffentlich, dass die Werkzeuge, die ich zur Perfektionierung meiner Kunst verwende, nicht einfach austauschbar sind, oder? Ein Knopf aus Messing verleiht einem Kleidungsstück eine ganz andere Note als einer aus Perlmutt. Aber was mache ich hier eigentlich? Halte ich doch glatt jemanden, der sich nicht auskennt, einen Vortrag? Wenn es dir wirklich nichts ausmacht, kannst du diesen Müll kostenlos haben. Dankeschön, das war alles, was ich brauchte. Nein, mir gefällt die Kollektion nicht so. Ich habe mich von der Farbe der Herbstblätter inspirieren lassen. Es ist seltsam, dass der Tod manchmal genauso fesselnd sein kann wie das Leben. Take care. Ja, deswegen gibt es ja auch so viele Kriminalspots. Was ist denn das hier eigentlich? Nee, da kann man auch nichts holen, ne? Ich finde es schade. Ich finde immer wieder irgendwelche Leute, die zurück zu Hekla. Moment, steht die jetzt da oben oder die läuft hier unten rum? Hekla ist direkt bei mir in der Nähe. Moment. Da! Vielen Dank für die Beschaffung dieser Gegenstände. Hier ist etwas Nahrung als Dank. Ein Süßblatt, sehr schön. Bitte denken Sie an mich, wenn es durch Ihr Verdauungssystem geht. Rein oder raus? Ja gut, so gesehen wäre es dann wahrscheinlich rein. Meine Gina hat beschlossen, nicht am Magie-Markt teilzunehmen. Also werde ich es auch nicht tun. Sie war traurig darüber, aber ich erinnerte sie daran, dass es noch mehr Gelegenheiten geben wird, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie ihr ein Andenken vom Markt mitbringen könnten. Ja. Please come again. Kein Thema. Alle wollen irgendwie was vom Markt haben. Ich weiß auch nicht. Wir haben so jetzt nichts mehr. Ach doch, Moment. Wir haben da noch das Questziel. Haben wir denn? Wir haben aber doch noch nicht alles dafür, oder? Moment. Lauter als Wort. Ach, ich hab die Seide vergessen, ich Idiot. Ah, ich habe die Seide vergessen. Moment, wenn ihr gerade so schön an mir vorbeilauft, dann klicke ich mal eben. Nee, klicke ich nicht durch. Mit denen habe ich doch gar nicht gesprochen, oder? Weil ich mit denen nach dem Schlaf gesprochen habe? Na gut. Ich vermute mal, das hat damit zu tun, weil wir danach gesprochen haben. Ich wollte zum Magie-Market gehen, aber als ich im Tor ankam, war ich wie erstarrt. Es ist mir peinlich, das zuzugeben, aber ich geriet in Panik, als ich sah, wie viele Leute dort waren. Ja, ich weiß, wie sie sich fühlt, aber ich sag mal, es gibt immer ein nächstes Mal. Das sage ich mir auch immer wieder. Ich konnte noch nie gut mit Menschenmengen umgehen. Deshalb muss ich mich in der Regel mental vorbereiten, bevor ich mich auf sie einlasse. Ich war in letzter Zeit so sehr mit meinen Recherchen beschäftigt, dass ich nicht dazu gekommen bin, das zu tun. Ich finde es schade, dass ich den Magie Market verpassen werde, aber hoffentlich gibt es ein nächstes Mal. Ach, auf jeden Fall. Du rennst mir jetzt hier nicht davon. Gina gab mir ein altes Rezept, das sie gefunden hatte. Ja, das war das mit dem Ei vergraben. Das kennen wir schon. Wir wollen jetzt hier mal ein bisschen abkürzen. Weil mit ihm möchte ich auch noch mal ganz schnell sprechen. Und dann ist auch schon wieder die Zeit fast rum. Welcome to the village. Oh, und die redet immer davon, diese großen Abenteuer zu erleben. Aber mir geht es hier auf den Farmen gut. Bei den Ormus und den Pekis. See you around. Das ist doch schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns noch mal ganz schnell auf, um noch mal kurz die Seide zu holen. Vielleicht werde ich das Ganze auch ein bisschen kürzer zusammenschneiden. Ach so, da müssen wir noch mal kurz die Münze reinwerfen. Ach nee, das kann ich ja wieder nur so ganz komisch öffnen. Zack. Knisterfeuerwerk und verkaufen. Knoblauch brauche ich auch nicht.
Süßblatt kann ich gut gebrauchen. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht dauert das Ganze auch nicht so lange. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt hier auch nicht alles... Jedes Jahr esse ich an meinem Geburtstag dasselbe. Einen dampfenden Teller mit Langlebigkeitsnudeln direkt aus der Pfanne. Langlebige Nudeln? Langlebige Nudeln sind ein Muss für besondere Anlässe wie meinen Geburtstag. Meinen quasi. Die Nudeln symbolisieren ein langes Leben. Sie dürfen die Nudeln vor dem Verzehr niemals zerschneiden oder auseinanderbrechen. Gemäß der Tradition habe ich das jedes Jahr gegessen, seit ich geboren wurde. Deshalb konnte ich ein so langes und gesundes Leben führen. I'm too famished. Naja gut, so lang ist sein Leben jetzt auch noch nicht, ne? So, ganz schnell. Das können wir nicht machen. Großes. Oh nein, das sind 4000. A porch is simply a room without walls. Also quasi eine Terrasse, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oder eine Tür einzeln. Kann man auch kaufen. Aber das mit der Terrasse, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das nehme ich mir jetzt einfach mal mit. Das will ich mal ausprobieren. Dann habe ich zwar kein Geld mehr für den Kamin, aber gut, das ist dann halt so. Das ist dann halt alles so. Ich glaube, die Quest, die müssen wir echt in der nächsten Folge machen, weil ich will das halt mit dem Markt noch machen. Zwei Bündel Seidenfäden. Also ich habe jetzt noch eine Stunde. Ich denke mal, dass ich die Seide noch eben holen kann. Aber ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt noch auf dem Markt dauert. Deswegen, ich eile, ich fliege. So, ich denke, dass ich das jetzt einfach rausgeschnitten haben werde. Und meinen Weg dorthin werde ich jetzt, obwohl den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht rausschneiden, weil das gar nicht so lange dauert, da mal kurz hinzulaufen. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Sind die denn hier oder sind die... Werden mir auf jeden Fall angezeigt, dass die drüben sind. Ja, ich versuch's. Oh, nein, 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 nein. Und weg ist dieses Mistvieh. Oh, ich hasse es. Wenn ich dieses Vieh mal sehe, dann kommt das immer genau dann, wenn ich irgendwo am Laufen bin. Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Ich möchte das noch eben schnell in dieser Folge machen. Verzeiht mir. Und wenn die Folge total lang wird, dann kann ich auch nichts dafür. Oh, lauf, bitte lauf. So, die Frage ist jetzt... Achso, doch, da hinten werden sie schon angezeigt. Also, ich würde sagen, dass wir dann tatsächlich erstmal mit ihm reden. Oh, Moment. Das ist Eisen. Eisen kann ich nicht liegen lassen, es tut mir leid. Das würde ich ewig bereuen. Oh, da hinten ist nochmal Eisen. Wenn man da denn möchte, wenn man nicht... gerade gedacht, dass ich was gehört hatte, aber das war nur hier oben die Mühle. Die trifft unheimlich genau. Ne, ist auch wieder nur die Mühle. Okay. Hodari. Wie komme ich jetzt am besten zu dir darüber? Eigentlich würde ich gerne noch den Fisch fangen, aber dann wird das alles noch länger dauern. Oh, ich glaube, andersrum wäre ich jetzt wirklich schneller gewesen. Mit dir muss ich auch noch sprechen. Ja, ich weiß. Aber ich möchte dann noch kurz wegen dem Streit oder was das war fragen. Nee, wegen dem Kampf fragen. Irgendwas mit dem Kampf soll ich fragen. Und ich finde es gut, obwohl da steht, dass ich zu ihr zurückkehren soll, dass ich trotzdem noch mal mit ihm sprechen kann. Ja. Hm. Warum willst du Najuma nicht in die Minen lassen? Es ist dunkel, gefährlich und sie hat sowieso keinen guten Grund hineinzugehen. Ich bin nicht in solchen Schwierigkeiten, dass ich mein eigenes Kind bitten muss, mir in den Minen zu helfen. Der einzige Grund, warum sie so hartnäckig ist, ist, weil sie stur ist. Ist das nicht jedes Kind? Ich frage mich, von wem sie das hat. Haha, du hast ihre Mutter nie getroffen.
Wenn Leta eine gute Idee hatte, gab es keine Möglichkeit, ihr diese auszureden. Stimmt, die Mutter hat er doch mal erzählt, ist gestorben, ne? Genau, das war's. Najuma ist ihr so ähnlich. Ich weiß es zu schätzen, dass du dich um sie kümmerst. Sie hat nicht viele Freunde hier draußen. Aber ich werde sie nicht auch noch verlieren. Alright. Okay, also bin ich ganz ehrlich, da bin ich voll bei ihm. Also jetzt nicht im Sinne von, dass er sie jetzt irgendwie einsperren soll oder, ne? Aber ich bin voll bei ihm, dass er halt sie jetzt nicht auch noch verlieren möchte. Weil wenn man jemanden verloren hat, den man liebt, das ist schon eine Stufe härter als alles andere. Manche Leute finden es hier draußen langweilig, aber ich mag es. Ich habe das Material besorgt und mit deinem Vater gesprochen. Ja, hast du? Was hat er gesagt? Nein, warte, ich will es nicht wissen. Ich wette, es wird das gleiche alte Zeug sein, das er immer sagt. Er hört mir nie zu, also warum sollte ich ihm zuhören? Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier, ich hoffe, das macht es wieder gut. Oh, Eisenbahn. Ich krieg zwar hier gerade Schluck auf, aber ich habe Eisenbahn bekommen, das ist sehr cool. Ja, jetzt konnte ich hier noch nicht mal mehr was davon erzählen, was er gesagt hat. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Das ist nicht nett. Man sollte wenigstens mal drauf hören, was der andere zu sagen hat und entsprechend drüber nachdenken. Aber, naja, die Sturheit halt, ne? Ja, und damit machen wir uns jetzt auf zum nächsten Punkt, der noch ein bisschen länger jetzt da ist. Jetzt muss ich das... Was ist das denn hier? Hä? Jetzt muss ich das erstmal markieren, weil ich sonst gar nicht mehr weiß, wie ich da hinkomme. Aber irgendwie hier entlang war das auf jeden Fall. Ach, das ist das hier gewesen, glaube ich, oder? Oh, mir tut das so weh, dass ich jetzt hier das ganze Kupfer liegen lassen muss. Geh mir aus dem Weg. Es ist schon viel zu spät. Auch solche Laternen möchte ich auch gerne in meine Bäume hängen. Die sehen cool aus. So, hier ist der Eingang. Und diesmal sollten sogar Leute auf dem Markt sein. Hoffe ich zumindest, weil das bis 3 Uhr morgens sein soll. Aber irgendwie ist hier immer noch nichts los. Tisch, doch. Es sind doch ein paar Leute da. Okay. So, kaufen. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Bahari Skateboard? Rase auf dem neuen Skateboard mit vielen Schrammen. Perfekt für die rebellische Jugend und alle, die sich selbige zurückwünschen. Ja, kann man das irgendwo hinstellen oder was? Ja, sonst habt ihr keine Probleme. 60.000. Wer hat denn bitte 60.000 in diesem Spiel? Also auf einmal. Vor allen Dingen, ich soll ihr was kaufen. Die ist ja mal wieder richtig lustig, weißt du? 500? Ja gut, die Sachen bei ihr sind jetzt so teuer. Ich hoffe mal, dass woanders das Ganze ein bisschen günstiger ist hier. Pfirsichkuchen. Ah, das sind alles nur so Essenssachen. Ja gut, die geben natürlich Fokuspunkte. Oh, Kängurubeutel, keine Ahnung, was diese süßen Häschenohren mit Kängurubeuteln zu tun haben. Aber sie sehen echt geil aus. So, hier ist immer noch keiner. Ist das nur da vorne? Seki ist auch da. Mit dem können wir auch noch mal kurz reden. Ich habe die Schnauze voll vom Magistrat. Ich habe alles getan, was sie bei der Bewerbung um einen Stand verlangt haben. Ich füllte den ganzen Papierkram aus, bezahlte die Gebühren und schrieb sogar einen freundlichen Brief, in dem ich um Berücksichtigung bat. Nur um abgelehnt zu werden. Sie haben deine Tricks sofort durchschaut. Ja. Soll ich mit dir reden? Ah, nee, hast du ein paar zusätzliche Münzen in den... Ach, ich verstehe. Ja, das stimmt, Kumpel. Sie hat mir jeden einzelnen Penny zurückgeschickt. Ich schätze, das muss ich hier hoch anrechnen. Goodbye. Ja, okay. Wir haben ja mit ihr gesprochen. Ich verstehe, worum es geht. Oh, jetzt ist Hodari auch hier. Der verkauft hier ein Feuerwerk, okay.
Ja, mit euch habe ich ja schon gesprochen. Das heißt, da wird wohl nichts mehr passieren. Esche, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Eine Magistratin hat nie Feierabend. Doch, anscheinend schon, weil mit der habe ich schon gesprochen und die will nicht mal mit mir sprechen. Was ist denn hier? Die sind alle noch teurer. Ja, gut. Also die Sachen, die ich mir jetzt holen würde, zum Beispiel wie diese Gemüselaterne oder so, die sind halt so abgrundtief teuer, dass man die sich eh nicht leisten kann. Ich bin ganz ehrlich, für mich bringt dieses Event gar nichts, weil irgendwie ist gerade mein Bildschirm, hat sich gerade umgeschaltet. Für mich bringt dieses Event jetzt überhaupt gar nichts, weil ich kann mir nichts davon leisten, weil es einfach zu teuer ist mit den Sachen, die hier angeboten werden. Das war nur zum Reparieren. Ja, also mit dir hatte ich, glaube ich, eben schon gesprochen, ne? Ja, der will auch nicht mehr weiter mit mir reden. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Ach, das ist, glaube ich, das, was man aufhängen kann. Ah. Ja, schade. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir hier mehr von erwartet. Bei ihr war das noch etwas günstiger, glaube ich, ne? 200 ist das günstigste. Ja, sie wollte irgendwas Fettiges haben, aber soll mir doch egal sein. Ich bringe ihr jetzt einfach irgendwas. An Refsstand? Ach nein, nicht an Refsstand. Och, jetzt habe ich hier umsonst was geholt. Ach, na toll. Da sind die Sachen natürlich auch gleich doppelt so teuer. Wir nehmen den stinkenden Tofu. Sie wollte ja was Besonderes haben, so. Ich meine, hat sie nicht mal gesagt, dass sie Veganer ist oder so? Dann ist doch Tofu wunderbar. Nee, Moment, Tofu ist Käse, ne? Das war kein Käseersatz, oder? Oder war es jetzt Käseersatz? Ich blicke nicht mehr ganz durch. Was? Ist der ausverkauft oder so? Warum dauert das so lange? Ich habe hier was zu essen für dich. Aber halt dir die Nase zu dabei. Toll, endlich mal was Gutes. Lass mal rüberwachsen. Vielleicht schaffe ich es jetzt tatsächlich durch die Nacht. Das Einzige, was mich noch umbringen könnte, wäre Langeweile. Absolut tödlich. Das kannst du laut sagen. Ist fast so schlimm wie das, was ich hauptberuflich mache. Ach, naja, wenn ich eins von meinen Eltern gelernt habe, dann, dass sich jedes Problem in Luft auflöst, wenn man nur lange genug mit Geld um sich wirft. Und ich habe gehört, dass Najuma am Feuerwerkswagen an einigen experimentellen Sachen arbeitet. Glaubst du, du könntest zu ihr gehen und sie dazu bringen, ihre Waren rauszugeben? Wenn ich schon hier feststecke, kann ich zumindest mit Gefahr gut spielen. Soll ich jetzt wieder was holen? Hi. Sprich mit Najuma über ihre experimentellen Waren, nicht Wahlen. Machen wir das doch. Oh. Kann das nochmal einer machen? Ich hatte die Kamera nicht an. Entschuldigt, Leute, aber das ist cool. Deswegen möchte ich da jetzt doch mal ein Foto von haben. Man muss es ja nicht übertreiben, aber es sieht schon cool aus. What are you doing? Hallo. Mein Vater kümmert sich um die Kasse, wenn du etwas kaufen willst. Kenyatta möchte ein experimentelles Feuerwerk. Was? Wer sagt denn, dass ich etwas Experimentelles dabei habe? Hör zu, du darfst meinem Vater nicht sagen, dass ich es mitgebracht habe. Er wird wütend sein. Er sagt, es sei zu gefährlich, um es zu verkaufen. Und? Hast du es dabei? Ja. Ich dachte, ich könnte hinter der Kabine daran basteln. Ich habe es aber getestet und es ist sicher, solange man es richtig handhabt. Du musst nur den Anweisungen befolgen. Wenn ich ein paar andere Tester bekomme, sieht Papa vielleicht, dass es gut ist und lässt mich verkaufen. Hier, das ist kostenlos. Lass mich einfach wissen, was Kenyatta denkt, okay? Also hier geht's ja gerade ab. Leute, manchmal bin ich erstaunt, wie positiv du immer sein kannst. Es muss ein komisches Gefühl sein, in meiner Nähe zu sein. Ich wette, ich ziehe dich immer runter. Also, aus persönlicher Erfahrung kann ich nur sagen, dass positive Leute von Grund auf positive Leute, wie ich es tatsächlich bin,
nichts runterziehen kann. Also natürlich, man hat immer mal was, was einen runterzieht, aber das sind keine anderen Leute. Ich habe das Feuerwerk. Oh, das wird gut werden. Ich habe den perfekten Ort gefunden, um sie auszulösen. Folge einfach deinem Kompass, falls du dich irgendwie verirrst. Komm wieder, wenn du fertig bist und ich gebe etwas, das sich lohnt. Okay. Manchmal denke ich darüber nach, einfach nicht nach Hause zu gehen. Die ganze Nacht wegzubleiben. Aber ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll. Also lande ich immer wieder zu Hause. Okay, bye. Das ist auch besser, junges Fräulein. Was habe ich denn hier alles? Hallo? Was habe ich denn jetzt für einen komischen Timer hier oben? Das sind doch Chapas, die ich höre. Muss man die fangen? Was geht denn mit denen ab hier? Pick up. Und dann? Aber was soll ich damit machen? Ich laufe mal der einen hinterher. Vielleicht kann ich mir sagen, womit ich da hin muss. Weißt du, worum es geht? Bleib stehen. Ich muss wissen, was man mit denen machen muss. Die läuft einfach nur dumm mit denen rum. Was muss man mit diesen Chapatas machen? Das sieht so cool aus. Das ist so blöd, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt auf Dings drücke, umsehen. Aber ich hab's noch immer in der Hand. Möchtest du einen Chapata haben? You humans and your culture of familiarity. Meine Tochter setzt sich ständig dafür ein, dass ich weiß, wie unglücklich sie mit diesem Wagen ist. Als ich vorhin an ihr vorbeiging, seufzte sie so laut, dass sich alle nach ihr umdrehten und dann nach mir, als ob ich für ihr selbst auferlegtes Leid verantwortlich wäre. Ich war nicht einmal diejenige, die sie gebeten hat, diesen Stand zu leiten. Wenn es jemanden gibt, dem sie die Schuld geben sollte, dann ihren Vater. Try not to be so bold next time. Was soll ich denn mit diesen dummen Viechern machen? was muss ich überhaupt machen? Moment, zünden Sie das experimentelle Feuerwerk an der Stelle. Ja, aber an welcher Stelle? Durchsuche diese Gegend. Dann ist das wahrscheinlich das Feuerwerk, nehme ich mal an. Also da soll ich das Feuerwerk dann nehmen. Möchtest du einen Chapar haben, Zeki? Auch nicht? Was soll man mit den Viechern denn machen? Wie ist das mit dem Feuerwerk? Machen wir das doch mal. Schau dir das Feuerwerk an. Da ist noch einer, der sich das anschauen möchte. Jetzt ist mein Chapar explodiert. Mist. Dieses Feuerwerk ist gefährlich. Es lässt Chapars explodieren. Also, es gibt da ein Problem. Ja, es lässt Chapars explodieren. Das Feuerwerk war Wahnsinn. Definitiv der Höhepunkt des Abends. Aber sie haben die Chapars im Streichelzoo verscheucht. Wieder. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was Papa sich bei diesem Tiergehege gedacht hat. Man kann sie nicht einmal streicheln. Sie versuchen ja immer zu jeden zu beißen. Normalerweise bin ich immer für Chaos zu haben. Aber wenn sie nicht eingefangen werden, könnte mein Vater buchstäblich anfangen zu heulen. Kannst du sie für mich einfangen und zurück ins Gehege bringen? Und nimm dir ruhig Zeit. So gute Unterhaltung ist unbezahlbar. Das war tons of fun. Was für ein Gehege? Und jetzt haben wir eins. Jetzt wollte ich hier gerade den Begleiter klauen. Wie viel sind das denn? Also fünf Stück muss ich einsammeln. Okay. Das ist doch das, was ich gesehen habe. Wo sind die Viecher denn hier alle? Eben sind hier überall 20.000 gefühlte Chapars rumgelaufen.
Und jetzt finde ich gerade mal die 2 oder was? So geht das nicht hier. Ach so. Nee, das. Ich dachte, das wäre ein leuchtendes Chapa. Hier war doch eben noch eins. Das ist aber jetzt weg. Wo ist denn. Ich höre es doch. Kann ich euch nicht einfach klauen? Also, das Gehege habe ich schon mal gefunden. Da ist noch ein Chapa. Bleib hier. Okay. Fehlen aber immer noch 2. Und ganz offensichtlich suchen die anderen jetzt auch gerade danach. Hier ist es nicht. Ich würde ja gerne hier angeln. Ach, scheiß auf die Aufgabe. Ich möchte wissen, ob man hier einen anderen Fisch fängt. Nein. Ach. So. Ich möchte einfach nur mal wissen, ob man hier einen anderen Fisch fängt oder nicht. Und wenn das so weitergeht und dann doch noch Aufgaben kommen, die man machen kann und so, dann werde ich wahrscheinlich das Ganze in 2 Teile geteilt haben. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe ja so gar keine Ahnung, was hier auf mich wartet. Ich habe zwar gelesen, es ist nur eine Kiemenflosse. Naja, gut, okay. Ich dachte, man bekommt was Besonderes bei so einem Markt, aber offenbar nicht. Sind die vielleicht hier hinten? Guck mal. Was versteckst du dich denn hier in der Ecke? Oh, die werden aber, denke ich mal, nicht 2 in eine Ecke hingestellt haben. Hm. Das klang jetzt gerade irgendwie komisch. So, als ob man da auf sich aufmerksam machen möchte, dass da noch einer sitzt, aber... Ach nee, 3 Uhr, die gehen jetzt alle nach Hause. Nein, die dürfen nicht nach Hause gehen. Ich muss die Chapas doch noch zurückbringen. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich den jetzt nicht finde, weil sich das jetzt einfach alles schließt hier. Das wäre aber richtig doof. Der sieht übrigens ziemlich cool aus. Warum sind da hinten Stege mitten auf dem Wasser? Ah, weil man anscheinend von da auch nochmal was steigen lassen kann oder so. Keine Ahnung. Lauf doch einfach mal weiter. Wo kann das denn sein? Also es wäre jetzt tatsächlich sehr, sehr doof, wenn wir das letzte jetzt nicht mehr fangen könnten, nur weil die Uhrzeit jetzt nicht reicht. Da vorne ist der Ausgang. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, so weit ist das wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, ich muss da hinten in diesem Gebiet bleiben, oder? Wobei ich eigentlich der Meinung war, dass die anderen jetzt außerhalb von dem Gebiet waren. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder drin. Ich hoffe jetzt nicht, dass es verbuggt ist. Oder der andere hat jetzt das gleiche Problem, der hier die ganze Zeit so orientierungslos rumläuft, dass er den letzten nicht findet. Das kann natürlich auch sein. Da bist du, mein Kleiner. Aha. Okay, also man kann sie trotzdem noch weiter sammeln, auch wenn das Ganze eigentlich zu Ende ist. So, die Frage ist jetzt nur zurück zu Kenyetta. Ist natürlich, sie ist jetzt weg, ne? Sie war hier, glaube ich. Ja, toll. Ihr seid doch alle doof. Wieso kann man denn noch nicht mal die Quest abgeben? Ich glaube, das Event müssen wir doch über ein paar Tage machen. Oder natürlich, es passiert nichts mehr großartig. Das kann natürlich auch sein. Das ist Rev. Guck nochmal eben schnell. Aber hier, nee, das ist der Einzige, der jetzt noch da ist. Wobei, mit ihm sprechen könnten wir auch nochmal kurz. Hey, you. Wow. Ist mir egal, dass ich dich erschreckt habe. Besorgung machen, Nachtspaziergänge sind das Beste. Das hatten wir auch schon mal alles. Das werde ich jetzt nicht nochmal alles... I'll see you around. Durchlesen. Ah, sie ist natürlich jetzt am Schlafen. Ja, das war doch wieder klar. Wenn man einmal nur eine Aufgabe abschließen möchte, sind die Leute am Schlafen. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen, schmerzlosen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
wenn wir zu Kenyetta nochmal gehen, um das Ganze abzuschließen. Und eigentlich müssten wir noch die Käfer mal fangen, ne? Das ist abgeschlossen. Ja, oder ich mache das mit den... Moment. Weil das hier, das werde ich nicht so schnell hinkriegen. Makaroons darf ich ja nicht machen. Das ist irgendwie verbuggt oder so. Keine Ahnung. Oder ich hatte nicht alle Zutaten. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann werde ich nochmal gucken in der nächsten Folge, ob ich vielleicht doch nochmal jemanden finde, wo ich die Flyer abgeben könnte. Weil die werden ja nicht mehr markiert. Das ist so ein bisschen doof. Vielleicht kann ich es auch mal bei ihr probieren. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt mit ihr schon gesprochen habe. Das ist auch schon wieder alles folgenlang her. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn, damit die Folge nicht zu lange ist. Wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.